Guten Morgen, heute geht's nach Düsseldorf, wo ich heute Abend im wunderbaren kleinen Ateliertheater Takelgarn spielen darf. Da habe ich schon einmal gespielt. Ich hoffe, dass das wieder cool wird, dass das Spaß machen wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Menschen kommen werden. Das ist immer so eine große Frage, wenn man so wie ich am Anfang steht und eigentlich einen keiner kennt, und man einfach so wohin fährt in Theater und einfach nur hofft, dass irgendwer da ist und dann zuschaut. Ich hoffe stark drauf, aber man weiß es nicht. Es kann alles sein. Auf jeden Fall freue ich mich, spielen zu dürfen. Ist eine gute Chance. Und jetzt geht's mal ab nach Düsseldorf. So, jetzt habe ich es ins Hotel geschafft. Welcome. Ja, wer in kleinen Theatern spielt, muss auch bescheiden wohnen. Aber es ist schön, es ist sauber, es passt alles. Ist in Köln. Ja, natürlich blöd. Ich bin ja nach Düsseldorf geflogen. Das ist wieder so eine typische On-Tour hin und her. Ich habe den Flug nach Düsseldorf gebucht schon länger und dann habe ich vor ein paar Tagen meinen wunderbaren Agent angerufen, der Thomas. Er sagt, du, wenn du in Düsseldorf spielst, am Abend ist in Köln so eine Party, da musst du hin, da musst du dich ein paar Leuten vorstellen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich in Düsseldorf bin ich gelandet, habe das Hotel in Köln, damit ich heute am Abend auch jetzt die Party gehen kann. Und ja, fahre ich jetzt vor der Show nach Düsseldorf, spiele die Show in Düsseldorf, komme wieder nach Köln, schlafe da am Tag von morgen dann hier weiter. Ja, und jetzt packe ich halt meine Sachen aus und ja, dann werde ich mich ein bisschen ausruhen oder vielleicht spazieren gehen. Ja, wir haben viel zu tun. Geschrieben habe ich heute schon und dann freue ich mich auf die Show heute Abend. Mal schauen, wie das wird. Willkommen im Backstage-Bereich im Theateratelier Takelgarn. Da wird unglaublich umgebaut. Die Jungs sind wahnsinnig aktiv, das ist echt super. Der heutige Abend, wie der wird, ich bin neugierig. Also mein Agent hat mir angekündigt, dass circa, und jetzt kommt die große Zahl, 25 Karten verkauft worden sind. Das Theater hat ungefähr 60 Plätze. Und das ist halt auch die Realität des Comedy-Lebens. Ich bin überhaupt ein bisschen verwöhnt, weil die letzten Wochen hatte ich 2-3 Mal über 200 Leute. Aber es ist schön, dass man in so einem Haus spielen darf und kann und man muss sich eben, wenn man das erste Mal überhaupt als Österreicher wohin kommt, einmal präsentieren und ein Publikum mal spielen. Angeblich sind schon mehr Karten bestellt seit gestern und es kommen mehr. Also wir werden sehen, was sich tut. Mein momentaner Stand ist zwischen 25 und 28. Ich bin neugierig, wie es wird. Was wir Profi-Theater nennen. Nee, der wird super umgebaut, genial. Da kommt das kleine Studio rein. Hier denkt man auch an Nachwuchs in Deutschland, nicht so wie in Österreich. Menschen, die es Leuten wie mir ermöglichen, überhaupt spielen zu dürfen in solchen Häusern. Ein Traum. Idealisten mit Blut und Na, so muss es sein. Webseite, ja. Baustelle, schaut euch das mal alles an, was da gefallen hat. Ich rede jetzt so viel mit den Händen, dass ich immer ein Headset habe. Früher habe ich immer nur mit Mikro gespielt, das mache ich jetzt noch bei Mixed Shows, aber beim Solo rede ich so viel mit den Händen, dass ich dieses Mikro verwende. Es ist so langweilig, wenn man da alleine hinten in der Garderobe vor einer Show sitzt. Mir ist so fad.
ist doch nicht lange, ich bin froh, ich höre Leute draußen, also es sind Zuschauer da. Das ist schon mal gut. Aber das ist der Vorteil bei den Mix-Shows, bei diesen Kombi-Shows, wenn mehrere Kollegen da sind. Da sitzt man halt, dann hat man ein bisschen Spaß oder redet über all die Dinge, warum man nicht so toll und so groß ist wie andere und warum das so unfair ist. Aber so allein sitzen, normalerweise gehe ich ganz gerne raus zum Publikum vorher. Das ist hier nur schwierig, weil ich immer über die Bühne rein und raus muss und das geht jetzt einfach nicht mehr. Jetzt sitze ich schon eine halbe Stunde da rum, lese, schau blöd. Ja, ich weiß, jammert auf hohem Niveau, aber... Aber jetzt geht es ja dann hoffentlich bald los. 10 Minuten noch, glaube ich. Also, die erste Hälfte ist vorbei und es läuft sehr gut. Und verblüffenderweise sieht es so aus, zumindest für mich von der Bühne aus, dass ich die erwartete Ticketverkaufszahl, nämlich die 28 oder 26, mehr als verdoppelt habe. Das freut mich sehr, das macht mir Spaß. Und die Leute sind sehr gut drauf. Es ist ein schöner Abend bis jetzt. Und ich hoffe, dass ich in der zweiten Hälfte genauso gut bin und es so weiter schaffe. So, guten Morgen. Ein kurzes Fazit zu gestern in Düsseldorf im Theater Takelgarn. Erst jetzt, heute Morgen, weil die Nacht wurde noch lang. Ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder fit zu werden. Aber es geht. In meinem Alter dauert es etwas länger. Aber jetzt bin ich wieder so halbwegs hergestellt. Ja, also es war ein schöner Abend natürlich. Es war erfreulich, dass so viel mehr Zuschauer gekommen sind, als reserviert waren. Und ich bin völlig zufrieden. Freue mich auf die nächsten Tage, wo es jetzt weitergeht. Werde jetzt schauen, ob ich vielleicht in Köln noch ein bisschen spazieren gehe, ein paar Schritte gehe, bevor ich dann weiter nach Recklinghausen fahre. Aber das wird dann ein ganz anderer Beitrag. Auf jeden Fall muss man sagen, man muss froh sein, dass Leute wie der Helge und der Christian solche Theater betreiben und solchen Leuten wie mir und anderen die Chance geben zu spielen. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf ein nächstes Mal.